Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollten heute wieder über Unix-Linux-Befehle sprechen, gell? Und zwar solche, die wir in der Befehlszeile in der Shell benutzen können. Gell? Wir haben letztes Mal über das Hilfesystem gesprochen, gell? Und haben dort gesehen, okay, da gibt es mehrere und das Wichtigste sind sicher die Man-Pages, die wir mit Man aufrufen können, gell? Also gefühlt gibt es die schon seit immer, gell? Mhm. Aber auf jeden Fall lange und ewig schon, gell? Es gibt dann ein internes Hilfesystem, Help, gell? In der Shell intern, über die Shell, es gibt dieses Info, gell? Also dieses GNU-Hilfesystem über die GNU-Software, gell? Und dieses Apropos, und dann irgendwo ein Stichwort zu einem Befehl und dann bekommt man mal eine Information, was das überhaupt ist, gell? Ohne jetzt Detailinformationen zu bekommen. Mhm. Ja, heute wollten wir zuerst mal über Verzeichnisse sprechen, gell? Ja, was sind Verzeichnisse, gell? Also Verzeichnisse, gell? In der Informatik hat man früher öfter als heute über Directories gesprochen, gell? Also ein Directory, gell? Aus dem Angelsächsischen, gell? Aus dem Englischen, gell? Ist ein Verzeichnis, gell? Und irgendwo zu Neudeutsch, gell? Sagt jemand auch Ordner dazu, gell? Mhm. Also der Begriff des Ordners, den gibt es jetzt doch schon seit ja, circa 25 Jahren, gell? Irgendwann hat die Microsoft damit begonnen, die Verzeichnisse nicht mehr Verzeichnisse zu nennen, sondern Ordner, gell? Und auf Italienisch Scheda, gell? Ja, ma. Also, mein Geschmack ist das nicht, gell? Also, für mich ist ein Directory oder zu Deutsch ein Verzeichnis, gell? Und was ist denn das? Das ist ein Konzept, um in einem Dateisystem irgendwo Container zu erzeugen, gell? Container, in denen wir Objekte des Dateisystems ablegen können, gell? Und dieses Konzept, gell, schafft dann Ordnung im Dateisystem, gell? Es ist nicht so, dass jedes Dateisystem das beherrscht, gell? Also Microsoft ganz am Anfang, gell, so mit den ersten FAT-Systemen, gell, hat keine Verzeichnisse unterstützt, gell? Hat man auch nicht gebraucht, gell? Man hat Disketten zur Ordnung gehabt, gell? Hat man eine Diskette für zu Hause gehabt, eine Diskette mit den Programmen, gell? Eine Diskette dann für die Schule, gell? Und so haben die Schüler in der Schule auch keinen, kein Home-Verzeichnis am Server gehabt, weil sie haben sie eine Diskette gehabt, gell? Und die Programme der Schüler sind auf der Diskette gewesen, gell? Ja. Und das ist sehr schnell gegangen. Es sind dann auch unter DOS dann die Verzeichnisse eingeführt worden, gell? Und da kann man jetzt etwas abspeichern, gell? Also in einem Verzeichnis, gell, können wir Unterverzeichnisse anlegen, gell? Also ein Verzeichnis, darin haben wir ein Unterverzeichnis und so weiter. Oder im Verzeichnis können wir Dateien speichern, gell? Und das ist jetzt eigentlich das Wichtigste, Dateien und Verzeichnisse, gell? Es gibt aber auch andere Einträge im Dateisystem, gell? Und gerade im Unix-Linux-Bereich können wir auch logische Einträge haben. Zum Beispiel, gell, gibt es /dev, das ist das Verzeichnis der Gerätedateien, gell? Also das sind wichtige Schnittstellen zu Hardware, gell? Oder auch zu anderen logischen Ressourcen des Systems, gell? Und das sind keine Dateien, gell? Das sind Schnittstellen, gell? Und die können wir programmtechnisch benutzen, gell? Die können wir auch interaktiv eventuell benutzen, um damit dann etwas zu machen, gell? Und das will uns nur zeigen, es gibt nicht nur Dateien und Verzeichnisse, es gibt auch andere Einträge im Dateisystem, gell? Und jetzt wollen wir mit Verzeichnissen beginnen, gell? Und ganz viele Leute arbeiten mit Verzeichnissen mit einem Dateimanager, gell? Sie erstellen Verzeichnisse mit einem Dateimanager, gell? Also, und das ist ja auch eine feine Sache, gell? Wenn das interaktiv ist, gell? Mhm. Es gibt auch Systeme, gell? Wie zum Beispiel mobile Betriebssysteme, gell? iOS und Android, gell? Dort gibt es auch Verzeichnisse,
Aber was dort etwas für mich unangenehm ist, gell, das Ordnungskonzept und das Containerkonzept wird nicht so sehr an den Benutzer weitergegeben, gell. Also das Android, gell, oder das iOS und vor allem die Anwendungen darauf geben dem Benutzer oft keine Möglichkeiten, Verzeichnisse zu erzeugen, gell. Also ich würde gerne meine Fotos vielleicht nach Jahr ordnen oder nach Monat ordnen oder so. Nein, gell, die Fotos, die ich auf dem Handy mache, die liegen alle im gleichen Verzeichnis, gell, und sind halt irgendwie durchnummeriert, gell? Ja, tolle Sache da, gell? Pah, pfui, gell? Also, da liebe ich mir dann ein Dateisystem und ein Betriebssystem, mit dem ich das selbst verwalten kann, gell, und nicht für mich verwaltet wird, gell? Ja, wie schaut denn das mit einem Dateimanager aus, gell? Es gibt ja diesen Windows Explorer, gell, in den verschiedensten Versionen, gell. Also unter Linux gibt es zum Beispiel den Nautilus, gell. Wenn ich da Nautilus und Punkt, gell, dann wird eben das aktuelle Verzeichnis mit dem Nautilus geöffnet, gell. Und ich sehe da, was sehe da? Ich sehe da ein paar Videos, gell. Ich sehe da ein Verzeichnis schon, kann ich mit der Maus hineingehen, kann wieder zurückgehen, gell. Oder ich kann, oh, und da steht sogar unter Linux, gell, steht neuer Ordner statt neues Verzeichnis, gell? Ja, bla bla bla. So habe ich ein neues Directory oder ein neues Verzeichnis erstellt, gell? Ich kann es aber auch wieder löschen, gell? So, weg ist es, gell? Wir wollen das aber nicht so machen. Wir wollen das auf der Befehlszeile machen. Und auf der Befehlszeile wird ein Verzeichnis mit Make Directory erstellt. Gell? Also, wenn ich hier drinnen bin, gell, dann kann ich hier mit Make Directory, mkdir, und dann den Namen des Verzeichnisses, gell, bla bla bla, das Verzeichnis erstellen. Gell? So, ich kann auch einen Pfad irgendwo hin machen, gell? Also bla 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 1, gell? Also wird im bla 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 dann das Verzeichnis 1 erstellt, ls bla bla bla, und es ist auch dann unter Verzeichnis 1, das noch leer ist, gell? Ich kann das jetzt auch löschen, gell? Remove Directory, rmdir, gell? Remove Directory löscht dann ein Verzeichnis, gell? Rmdir, bla bla, wenn ich das löschen will, gell, dann sagt er mir, du, pass auf, gell, bla 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 ist nicht leer, gell, dann müsste ich jetzt zuerst das bla 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 1 löschen und dann kann ich das bla 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 löschen, nachdem es geleert worden ist, gell. Ja, will ich das anders machen, gell, kann ich da auch nachschauen, man, remove directory, gell, und dann kann ich dann schauen, gell, ob ich da das rekursiv machen kann. Meistens wird es nicht mit rmdir rekursiv gelöscht, sondern mit einem rm, das fürs Löschen von Dateien zuständig ist, und damit kann man auch ganze Verzeichnisstrukturen und alle Dateien, die drinnen sind, dann löschen. Gell? So, also Make Directory und Remove Directory, gell? Unter Unix, Linux und Co. Unter DOS und Windows. Unter DOS und Windows haben sie das etwas anders genannt, gell? Also es sollte ja nicht gleich heißen, gell? Okay? Also neues Betriebssystem, andere Namen, gell? Damit sich der Informatiker nicht langweilt, gell? Und der Benutzer auch nicht, gell? Also haben sie das MD für Make Directory und RD für Remove Directory genannt, gell? Also viel Fantasie. Jetzt gehe ich da mal in die DOS-Box, gell? Wenn ich jetzt ein Verzeichnis erstelle, gell, möchte ich machen MD bla. Gell. Und wenn ich es mache dir bla, dann sehe ich, aha, hier ist nichts drinnen. Gell. Wenn ich wieder mache RD bla, gell, dann ist es wieder weg. Und wenn ich jetzt dir bla mache, dann sagt er mir, ach so, er zeigt mir bla an, weil es ein bla.c, ein bla.exe und ein bla.org Objekt gibt, gell? Okay, so ist das mit bla. Gell? Und das geht auch unter Windows, gell? Also unter DOS und unter Windows kann ich also mit MD und RD Verzeichnis erstellen oder löschen. Dann Verzeichnisinhalte anzeigen, gell? Also schauen, was drinnen ist, gell? Das kann ich mit
Erlass, gell? Also Erlass, das ist das, was wir ja schon ständig machen, gell? Und man Erlass, hier gibt es auch eine ganze Reihe von Optionen dafür, gell? Und zwar kann ich hier sehr, sehr viel angeben, gell? Also was man manchmal macht, statt Erlass, gell? Erlass, das nur die kurze Variante ist, macht man ein ls-l und dann bekommt man die Namen der Dateien und Verzeichnisse und dazu noch Metainformationen, gell? Also Zugriffsrechte, gell? Besitzer und Gruppe, gell? Die Größe bekomme ich, gell? Ich bekomme das letzte Datum der letzten Änderung, gell? Und ja, und ich könnte das jetzt noch weiter verändern, gell? Also ich könnte ls-l t, gell, nach Datum ordnen, gell, oder nach Datum ordnen und umgekehrt, gell. Dann sehe ich da, aha, gell, also Unix Befehle, das ist jetzt das letzte, das wird gerade erstellt, gell, das ist jetzt 42 Mega 995, gell, und da war es 42 Mega 598, gell, ist schon ein bisschen größer geworden, gell, und jetzt ist es wieder ja, um etwas mehr als ein Mega gewachsen, gell. Okay, also ls ist also der Befehl, um den Inhalt eines Verzeichnisses anzuschauen, nicht den Inhalt der Dateien im Verzeichnis, sondern den Inhalt des Verzeichnisses, gell? Ja, das gibt es auch unter DOS, gell? Und unter DOS, dort heißt es nicht ls, sondern dort heißt es dir, gell? Und wenn ich jetzt nur dir mache, dann sehe ich, aha, das ist die Langversion, gell? Hier bekomme ich die Namen und dazu noch ein paar Informationen. Es gibt auch eine Kurzversion, das ist dir slash w. Also Slash leitet unter DOS und Mac und Windows eine Option aus und dir Slash W zeigt mir jetzt eine Kurzversion mit den Dateinamen, gell? Ohne Metainformationen. Ja, also das zu anschauen von Verzeichnis und dann CD. Gell, CD unter DOS und unter Unix Linux gleich. Gell, die CD steht für Change Directory. Mit Change Directory kann ich mein aktuelles Verzeichnis ändern. Gell, CD, bla. Und ich bin jetzt im bla, CD, bla, bla. Und ich habe jetzt noch ins bla, bla gewechselt. Gell, CD, Punkt, Punkt, slash, Punkt, Punkt. Und ich bin wieder dort, wo ich gestartet bin. Gell. Also CD ändert mein aktuelles Verzeichnis. Und ja, sehr, sehr ähnlich, gell, funktioniert es auch hier, wenn ich ein MD-Bla erstelle. Und jetzt mache ich MD-Bla backslash bla, weil, also sagt er, unable to change. Also, er sagt, ich, ja klar, hat er recht, gell, also, aber MKDIR, bla bla, CD, bla bla, weil, nicht ls, sondern dir, gell, also ist nichts drinnen, stimmt, gell, gehe ich raus, mache ich rd, bla bla, und cd, gehe ich nochmal raus, und rd, bla, und das ist absolutes rd, bla, so, und das ist weg, gell. Okay, also mit Change Directory kann ich Verzeichnisse wechseln, gell. Was es zu DOS oder so noch, zu DOS und Windows gibt, da gibt es ja das Laufwerkskonzept, gell? Wenn ich Laufwerk ändern möchte, hier bin ich auf H-Doppelpunkt, ich kann auch auf Z-Doppelpunkt gehen, hier, es gibt ein Z-Doppelpunkt, dann reicht es aus, wenn man den Laufwerksbuchstaben eingibt oder G-Doppelpunkt, dann bin ich auf G, gell? Also, und H-Doppelpunkt bin ich wieder hier, gell? Also Laufwerksbuchstaben eingeben und bestätigen und man ist, hat das Laufwerk gewechselt, gell? So geht es unter DOS und Windows, gell? Wenn ich hier schaue, gell, ich rufe jetzt zum Beispiel Diskful auf, dann sehe ich, aha, ich habe hier mein Root-Dateisystem, dort drinnen habe ich das Boot, gell? Also hier, Dateisystem wechseln funktioniert genauso wie Verzeichnisse wechseln, CD slash Boot und ich bin hier, gell? Also dir funktioniert, ja, ls, okay. Also, ich kann
ja mit CD ganz transparent durch den gesamten Verzeichnisbaum navigieren, egal ob das jetzt ein Wechsel des Dateisystems zur Folge hat oder nicht, gell? CD, Enter, ich bin wieder in meinem Home-Verzeichnis, gell? Das sehe ich da an der Tilde, gell? Und dann gehe ich jetzt wieder da hinunter, runter, ja, GOP, Material, DB, dritte Klasse, Betriebssysteme, Shell. So, und jetzt bin ich wieder hier, gell? Mhm. Ja, das CD, gell? Und was auch interessant ist, machen wir mal Where is CD, gell? Ja, es gibt eine Manpage zu CD, es gibt aber kein Programm dazu, gell? Where is LS? Gell? LS gibt es, das ist unter bin LS. Gell? Und da finden wir etwas sehr Interessantes. Gell? LS ist zum Beispiel ein externes Programm. Gell? Where is mkdir? Das ist ein externes Programm. Das sind Programme, die liegen als Programme vor. Das ist der Pfad zum Programm. Gell? Also wenn ich jetzt unter bin mkdir das anschaue, gell? Dann steht da, aha, das wurde da 2017 am 2. März hier das zum letzten Mal geändert. Das ist also 3 Jahre alt. Gell? Aber CD, zu CD gibt es kein Programm. Gell? Wo ist CD? Mal Help CD, gell? Und hier bekommen wir eine Information zu CD, gell? Also CD ist kein Programm, das hier irgendwo liegt. CD ist ein interner Befehl der Shell, gell? Das wird von der Shell interpretiert und dann ausgeführt, der Wechsel, gell? Und diese Information über das aktuelle Verzeichnis, gell, ist eine Information der Shell, gell? Ist also keine Information, die das CD extern macht, gell? Sondern deshalb ist das der Grund, warum CD ein interner Befehl ist, gell? Mhm. Okay, so, was kann ich noch machen mit Verzeichnissen? Ich kann abfragen, wo ich bin, aktuelles Verzeichnis ausgeben, gell? Also wenn ich jetzt hier bin, ich sehe, das ist ganz interessant, oft wird das Verzeichnis, das aktuelle Verzeichnis auch als Prompt der Shell dargestellt, als Prompt der Befehlszeile. Gell? Das ist bei der interaktiven Arbeit ganz fein. Gell? Aber ich kann es auch explizit abfragen. BWD, Print Working Directory. Gell? Also Print Working Directory gibt mir also das aktuelle Verzeichnis aus, in dem ich gerade bin, und zwar absolut, gell? Also absolut vom Wurzelverzeichnis weg nach unten, gell? Dort wo ich bin, zeigt mir BWD an, wo ich jetzt bin, gell? Und ja, das kann nützlich sein, wenn ich mich verirre, gell? Wenn ich, also ich navigiere durch das durch meinen Verzeichnisbaum, gell? Und ich weiß nicht mehr, wo ich bin, gell? Aber das kann auch nützlich sein, wenn ich in einem Skript das aktuelle Verzeichnis wechsle, gell? Und dann kann ich nicht einfach so aufs Prompt schauen im Skript, gell? Wenn ich was automatisiere und ich programmiere mit der Shell, gell? Dann gibt es dieses Prompt nicht, gell? Aber es gibt das Konzept des aktuellen Verzeichnisses. Und wenn ich dann im Skript mein aktuelles Verzeichnis wechseln will und dann wieder zurück will zum Beispiel, oder ich will mein Verzeichnis zu einem Pfad zusammenbauen oder so, gell? Dann muss ich das oft abfragen und BWD ist hier oft der einzige Helfer, gell? Also wenn man so unterwegs ist in den Bergen und man weiß nicht mehr, wo man ist, gell? Dann zieht man heute das Handy raus, schaut auf die GPS-Informationen auf eine Karte und dann weiß man, wo man ist, gell? Und das BWD ist sowas Ähnliches, gell? Also das ist einfach da mal nachschauen, was sagt der GPS, wo sind wir, gell? Wo sind wir im Verzeichnisbaum, gell? Mhm. Das ist das BWD. Und dann kann man es aufschreiben, gell? Kann man Tracking machen, gell? Also kann man dann alles machen, was man sich als Skriptentwickler dann vielleicht wünscht, gell? Ja, das ist dieses BWD. Und dann haben wir noch eines, das Tree, gell? Ja, das Tree. Das Tree, ich mache mal Tree, haben wir es da, ja, haben wir da. Tree ist eine grafische Darstellung des Verzeichnisbaums, gell? Ich kann auch ein bisschen mehr darstellen, da eines hoch. Machen wir wieder Tree. Dann haben wir ein bisschen mehr. Gell? Mhm.
Jo, oder geil, gehen nochmal hoch, machen wir 3. Geil. Dann haben wir noch ein bisschen mehr. Geil. Das ist alles dann im Verzeichnisbaum. Geil. Jetzt ist dieses Tri zwar eine ganz nette Sache. Geil. Ist ja ganz nett anzusehen. Sogar Farben sind dabei. Geil. Aber dieses Tri kann mir nur interaktiv helfen. Geil. Also dieses Tri, da kann ich auch, ja, ich kann es da schon weitergeben. Dem Less. Geil. So. Kann ich machen, jetzt habe ich es im Less, ich kann jetzt auf und ab gehen mit dem Less, gell. Aber ich kann jetzt nicht wirklich viel machen, ich kann jetzt da drinnen noch etwas suchen, das könnte ich machen, gell, also nach Prozess, gell, und der zeigt mir Prozess an, gell, also das geht schon. Aber wenn ich das 3 zum Beispiel jetzt Prozess mache, gell, dann kommt es raus, aber wenn da jetzt mehr Teile sind, dann geht es auch vielleicht verloren und so, und vor allem diese Strichler und diese Sachen, diese grafische Darstellungen, die werden zwar ganz nett sein, gell? Aber für eine Verarbeitung dann dieser Zeile ist es eigentlich nicht geeignet, gell? Deshalb ist dieses Tri auch nicht so populär, gell? Das, was aber recht populär ist, das ist das Find. Das Find zeigt mir eben das, was man gerade das Tri angezeigt hat, aber es zeigt es mir immer Zeile für Zeile den Pfad bis hinunter zu einer Datei oder bis zum Verzeichnis hier, gell? Und dieses Find, das ist ein echter Star unter diesen Programmen, gell, zur Verarbeitung von Verzeichnissen und Dateien. Mit diesem Find kann ich nämlich ab einem bestimmten Punkt im Verzeichnisbaum eine ganze Liste aller Dateien und Verzeichnisse und Unterverzeichnisse und so weiter erstellen. Und die kann ich jetzt wirklich zeilenweise verarbeiten, weil ich in jeder Zeile einen Pfad zu einem Datei oder zu einem Verzeichnis habe. Geil. Also dieses Find, das ist echt gut. Geil. Also wenn wir jetzt machen Man Find, dort finden wir auch 1000 Dinge, die man mit Find alles so anstellen kann. Geil. Also das ist jetzt, ja, ist auch eine lange Man Page. Geil. Also dieses Find, das ist echt mächtig. Geil. Und ja, da könnte man jetzt viel darüber erzählen und das könnte man auch länger weiter noch erzählen, gell? Weil diese Man-Page, gell? Also nicht nur das Find ist stark, auch die Man-Page zum Find ist stark, gell? Und so, jetzt sind wir fertig, gell? Okay, also wir sehen 1670 Zeilen Man-Page, gell? Zu einem kleinen Find. Mhm. So, also mein Tipp, wir gehen das jetzt ausprobieren, gell? Wir gehen jetzt mit Verzeichnissen arbeiten, gell? Wir gehen also Verzeichnisse erstellen, löschen, Inhalte anschauen, gell? Verzeichnis, das aktuelle Verzeichnis verändern, gell? Abfragen, wo wir sind, gell? Mit Tri und Find arbeiten, gell? Also wir probieren diese Dinge aus. Ja, gute Arbeit.